Leute, erstmal krass, wie viele wieder hier sind. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder mit einer Runde Skull Hunter. Ich dachte, das Ganze jetzt relativ, ich sag mal, spontan. Und zwar war am Samstag auf der Gamescom, jetzt ist Montag, ich sag mal so, vorgestern war ich auf der Gamescom. Und ich wollte darüber in diesem Video einfach ein bisschen drüber reden. Ich bin gerade ein bisschen noch neben der Spur, weil es früh morgens ist. Und ich wollte einfach mal drüber reden in einer kleinen Runde Skull Hunter auf das Sims 4. Und ja, in 25 Sekunden geht es dann auch mal los. Ich kann ja nochmal eben diesen harten Parcours versuchen. So. Okay. Ja, ich wollte jetzt eigentlich direkt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so komisch gemacht habe und ein bisschen verfeilt geklärt habe. Aber ich versuche jetzt hier eine Runde und ich rede einfach mal ein bisschen darüber, wen ich so alles gesehen habe. Also, ihr müsst mich verstehen, auf der Gamescom bin ich eigentlich so größtenteils, um mehr so Personen zu treffen. Müsst ihr so verstehen? Ich war halt mit einer Freundin dort. Nein, der trifft mich viel besser. Nice, haben wir. Okay. Ich war halt mehr so da, um Personen zu treffen. Lass mich doch. Ich kann nicht ja sagen, wen ich neben Cosplayern alles an YouTubern getroffen habe. Jetzt haben wir alle die Köpfe verloren, weil irgendein Idiot sich denkt, stopp, schauen wir den mal ab. Da oben kommt auch kein Mensch hoch. Oh, ja genau. Alter, das sieht nicht mehr normal aus. Der schlägt so in die Luft. Habt ihr das gesehen? So. Als ob der irgendwie, keine Ahnung, diverse, sag mal, will ich sagen, Hacks anhat, aber keine Ahnung. Okay, wir haben keinen Fall mehr, aber um jeden einzelnen Fall getroffen. Den nächsten haben wir. Ich würde gerne jetzt nach da oben hinkommen. Als ob der mich abstoppt. Scheiße, jetzt habe ich mieser falsch geschrieben. Oh Mann, das regt mich echt auf. Da muss man nochmal schreiben. Das ist echt mies gewesen. Jetzt habe ich wegen dem wieder meine Köpfe verloren. Weil der denkt, stau mir den mal ab. Also diese Runde läuft echt nicht. Okay, aber ich wollte einfach mal so reden, wenn ich einen YouTuber getroffen habe. Und zwar ist mega geil. Ich gucke ja schon seit 2 Jahren ungefähr YouTube. Und auch dementsprechend die YouTuber und die jetzt noch so zu treffen, das ist mega, mega geil. Leute, ihr müsst euch das vorstellen, ihr guckt ein, 2 Jahre oder zumindest 1 Jahr und ihr trefft den einfach mal zum ersten Mal im Real Life. Zum Beispiel Unge, also auch Unge spielt jetzt mittlerweile wieder, den habe ich einfach getroffen und das war echt ein unbeschreibliches Gefühl, jemanden aus dem Internet, den du einfach so feierst, zu treffen und dann wie alle Fans jubeln. Nee, der sieht nicht mehr normal aus. Den habe ich auch schon vorher verdächtigt. Der sieht nicht normal aus, dieser Typ. Der schlägt so in die Luft. Naja. Ich will jetzt kein verurteilen. Die Runde läuft einfach nicht. Einer hat schon 18 Köpfe. Ja, aber egal. Ich wollte mich einfach in diesem Video mehr auf das Thematische konzentrieren. In dem anderen Video habe ich mich ja mehr so auf, ich sag mal, als Spielerische konzentriert. Jetzt wollte ich mich einfach mal so ein bisschen auf das Thematische konzentrieren. Ja, ich hoffe, der trifft mich jetzt nicht. War sowas von klar, dieser Unsinn. Komm, den hole ich mir jetzt. Der rennt weg, ne, weil der so scheiße Typ hat.
Aber dann denkt ihr noch, ich kann mich runterschießen zum Hurensohn ohne Spaß. Den hole ich mir jetzt noch. Komm, das hast du dir jetzt verdient, ohne Spaß, wenn du mich einfach so dreckig da runterschießt. Okay. Vier Köpfe. Bitte lass mich einfach nur noch da hochkommen. Okay, ich hab's geschafft noch. Ja, und ich habe halt ganz viele YouTuber getroffen. Ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen, weil ich dann mega verkacken würde. Weil ich mich da erstmal ganz konzentrieren müsste, weil ich habe so viele gesehen. Zumindest für meine Verhältnisse, weil ich habe noch nie einen Real-Life gesehen. Noch nie. Noch wirklich nie. Egal wen, ich habe noch nie einen Real-Life gesehen. Und es war einfach echt unbeschreiblich. Deswegen unbeschreiblich cool einfach. Und zwar habe ich zum Beispiel Unge gesehen, Paluten, Sturmwaffe, Sarazza, Peterle. Keine Ahnung, den habe ich noch gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Aber ich habe halt noch viele andere gesehen. Ich weiß, kann jetzt leider nicht alle aufzählen, weil ich einfach, ja, wenig war zum Beispiel. Also wenig habe ich getroffen und ich konnte sogar mit ein Foto mit ihm machen. Für den Rest konnte ich kein Foto mehr machen, weil die alle auf der Bühne waren. Weil die alle auf der Bühne waren und der sieht echt nicht mehr normal aus, ich hab's gesehen. Also wirklich, The DXMS oder wie der heißt. Ja, also mit wenig konnte ich sogar ein Foto machen. Ich habe sogar gerade eine Autogrammkarte auf dem Schreibtisch neben mir liegen. Ich sehe sie jetzt auch zum Beispiel gerade. Hab die mir schön vom Monitor gelegt. Ziemlich nice. Ich war auch so ein bisschen nervös und so, als ich mit ihm so ein Foto gemacht habe, weil er war halt vor diesem Truck. Ich weiß nicht, wie dieser Truck heißt. Aber war der da so, da konnte man auch zocken auf diesem Truck. Und dort war halt so, wir sind da durch Zufall dran vorbeigekommen. Ich so, das ist doch Veni. Also, ich war halt wie gesagt mit einer Freundin da und die kennt halt nicht so viele Gaming-YouTuber, die kennt zwar auch viele YouTuber. Und war auch nervös, als zum Beispiel Unge oder so gesehen hat, die kennt den nämlich auch. Aber zum Beispiel Veni oder so kannte die jetzt nicht und ich dann so, das ist doch Veni. Ich habe erst mal noch so auf Twitter nachgeguckt, ob das jetzt wirklich ist, nicht, dass ich irgendwie das verpeile. Ja, und wir haben leider nicht gewonnen. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal in die nächste Runde rein. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie so verpeile oder so. Und dann habe ich nochmal auf Twitter nachgeguckt und dann habe ich ihr das nochmal gezeigt und sie meinte ja auch, ja, das ist der auf dem Foto. Und hingegangen, Autogrammkarte bekommen, Foto, war mega, mega nice. Man sah aber auch in seinem Gesicht, dass er auch ein bisschen nervös war, weil da so viele Leute waren. So, da bin ich wieder, meine Mutter kam ganz kurz rein. Die Rage-Mutter ein bisschen. Aber okay. Also ja, und dann habe ich, wie gesagt, wenige getroffen. Hab mit ihm so ein Foto gemacht und eine Autogrammkarte bekommen. War mega korrekt. Ja, ansonsten den Rest habe ich leider nur auf der Bühne angetroffen, beziehungsweise nach der Bühne ist er halt weggelaufen. Er musste immer von Termin zu Termin, deswegen habe ich kein Foto bekommen. Wir waren einmal nur so ein paar Meter neben ihm, also neben Unge, von Unge rede ich jetzt die ganze Zeit. Ist der normal? Keine Ahnung, egal. Ich will jetzt wirklich niemand verurteilen, aber dieser XMDS-Man da hinten, von der letzten Runde sah ich mir normal aus, ist der hier drin? Nee. Ja, vielleicht ist es doch dieser Hydrangs, ich weiß nicht. Bin mir nicht sicher, aber ich will jetzt ja auch, wie gesagt, niemand verurteilen. Auf jeden Fall habe ich wenig getroffen, war korrekt. Unge hatten wir halt nur auf der Bühne getroffen. Also wir wollten beide Unge gesehen, ne? Und dann ich so, lass uns zur Twitch-Bühne gehen, da muss der sein. Da sind wir hingegangen, war noch nicht. Und dann sind wir erstmal weggegangen. Und dann hab ich noch so gesagt, ja, lass nochmal zur Twitch-Bühne gehen. Ja, dann jetzt könnte der theoretisch sein. Und dann sie so, der ist da bestimmt eh nicht. Und dann haben wir mal geguckt und diesmal war er dort tatsächlich und ja, war doch eine gute Idee hinzugehen von mir. Und so haben wir ihn halt das erste Mal sozusagen gesehen live. Ich habe mich mega gefreut so, weil, Leute, als ob. Ja gut, wir verkacken gerade mega, aber darum soll es ja jetzt gar nicht gehen. Und ja, war eigentlich so mega aufgeregt, ihn irgendwie so mal zu sehen. Aber leider konnten wir ihn halt nur von der Bühne treffen und da waren halt so circa, keine Ahnung, ich sag mal so 100 bis, keine Ahnung, so groß war die Bühne jetzt nämlich auch nicht, deswegen passen da nicht so viel hin. Ich sag mal so 100 bis 500 Menschen waren da und da für eine kleine Bühne ist das extrem viel.
weil die war halt wirklich, das war wirklich nur so eine Mini-Bühne, wirklich. Und dort mussten sich die Menschen schon quetschen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, wenn wirklich jeder wüsste, da wäre Unge, dann wäre die ganze Halle voll gewesen und alle hätten sich dahin gestellt, aber ich glaube nicht jeder hat das gewusst, weil es auch nicht jeder erkannt hat aus der Entfernung. Ja, deswegen, also war eigentlich mega, mega nice. Und dann haben wir ihn halt so das erstmal getroffen. Da musste er schon wieder zu Termin. Und das hat er auch in seinem Video gesagt. Er musste leider immer von Termin zu Termin. Das habe ich mir gestern angeguckt, Video. Und dort hat er halt gesagt, er musste immer zu Termin und Termin. Und ich habe es halt sozusagen live mitbekommen. Wie? Ich habe es halt so mitbekommen. Ich weiß nicht. Also er hat das, was er in seinem Video gesagt hat, habe ich sozusagen mitbekommen. Das ist einfach extrem nice. Ich habe mich mitbekommen, dass er halt so zu Termin musste. Und ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, Leute. Ich kann es immer irgendwie noch nicht fassen. Auf jeden Fall sind dann halt, als er von der Twitch-Bühne runtergegangen ist, weil sozusagen sein Auftritt vorbei war, sind halt viele Leute hinterher gelaufen, wollten ein Foto. Ich dann unter anderem auch, weil ich wollte halt irgendwie nur ein Foto mit ihm. Ich wollte ihn irgendwie so gar nicht nerven oder so, oder gar nicht großartig mit ihm reden, weil ich wusste auch, dass er nicht viel Zeit hatte. Ich wollte einfach nur ein Foto mit ihm. Leider hat das Ganze dann nicht so geklappt. Ich bin immer so einer, der nicht so viel Glück hat in solchen Situationen. Und diesmal war es halt so, er ist halt sozusagen gerannt, weil er zu einem Termin musste. Und ich habe 10 Köpfe, Leute. Haben wir einen Luck gerade gehabt. Wir haben einen gekillt, der so viele Köpfe mit hatte. Habe ich gerade gar nicht mitbekommen. Weil ich mich halt, wie gesagt, nur auf das Gameplay konzentriert habe. Ja, auf jeden Fall war das so. Und Leute, das war einfach so. Wir sind dann hinter ihm hergerannt. Also jeder ist hinter ihm hergerannt. Sonst, wenn da nur ein paar Leute wären mit mir dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht hinterher gerannt, aber da waren mega viele Leute, die hinterher gerannt sind. Da dachte ich, renne ich doch auch einfach mal ein bisschen mit hinterher. Und ist halt auf so einen größeren Platz mit uns gegangen. Hat dann so für ein paar Sekunden Unterschriften verteilt, aber leider haben die dann halt auch so Security und so, keine Ahnung wer. Ich weiß gar nicht, ob da. Nee, da war Katie Kick nicht mit dabei. Auf jeden Fall haben die halt so angesprochen, hey, du musst jetzt los. Und man sah halt auch an seinem Gesicht, er war mega enttäuscht, dass er nicht allen Leuten was geben konnte. Also Fotos und so. Und man sah es halt auch. Und da hat schon einer gewonnen. Naja. Aber wir haben uns gar nicht so schlecht geschlagen. Wir waren Dritter. Ja, also ich fand's ganz nice. Unsere KD ist jetzt nicht die beste gewesen, aber okay. Ja, Dritter. Und ja, so viel dazu. Ich könnte jetzt nochmal in einer einzigen Runde reingehen. Ich weiß nicht, vielleicht gehe ich auch später wieder raus, wenn ihr jetzt nicht schnell startet und ich mein Thema zu Ende angesprochen habe, aber ich denke mal nicht. Und ja, das war halt irgendwie so extrem nice. Dann sind die halt auf so einem größeren Platz gegangen. Er war halt enttäuscht, als er weg musste, aber er musste halt leider weg. Und dann haben wir auch gesagt, wir rennen jetzt nicht mehr hinterher, wir wollen jetzt nicht mehr nerven. Keine Ahnung. Irgendwann wäre eh durch so einen Gang gegangen, wo wir nicht durch dürfen. Und da habe ich eh gesagt, komm, wir nerven hier jetzt nicht weiter. Ja, war natürlich auch so ein bisschen enttäuscht, aber ich konnte es auch nachvollziehen. Ich hatte auch Verständnis, ja, dass er halt wieder los musste. Auch wenn ich schade fand, dass er sich so viele Termine gemacht hat. Ja, aber er hat auch gesagt, dass er es bereut hat, so viele Termine gemacht zu haben in seinem Video. Und ich habe dafür auch Verständnis und so weiter. Also so ist es ja nicht. War halt einfach nur ein bisschen traurig. Ja, ich halt kein Foto machen konnte, aber ich war halt so 2 Meter neben ihm. Das war einfach mega krass. Ich habe natürlich auch aus der Ferne, jetzt leider ohne mich, aber ich habe halt aus der Ferne ein Foto von ihm gemacht, wo er so 2 Meter vor mir stand und halt so Unterschrift verteilt hat. Also die Fotos sind eigentlich extrem gut geworden. Und ja, dann haben wir halt noch so ein bisschen rumgegangen. Haben halt, wie gesagt, wenig und so getroffen in der Zeit. Also das mit Unge kam halt ganz früh morgens, als allererstes sozusagen. Und dann sind wir halt ein bisschen rumgegangen, haben uns ein paar Spiele angeguckt, haben wenig getroffen. Sind zu ein paar Veranstaltungen gegangen, zum Beispiel zu Twitch oder so, dort haben wir nochmal Sturmwaffel und so gesehen. Ja, haben wir, keine Ahnung, das hat so gemacht. Ja, haben dann ein paar Veranstaltungen gegangen, haben uns ein paar Spiele angeguckt. Wir kamen aber wirklich nur dazu, ein einziges Spiel zu zocken. Ich, wie gesagt, bin auch irgendwie wegen den ganzen Menschen da, haben dann halt noch mit ein paar Cosplayern Fotos gemacht. Und ja, ich bin persönlich fast nur wegen den Menschen hier, natürlich auch wegen Zocken. Ich bin ja ein ich zocke ja sehr, sehr gerne persönlich. Deswegen, wir haben dann halt Pflanze gegen Zombies GW2 gespielt, also Plants vs. Zombies GW2.
Und ich fand es ganz lustig. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich mir das holen. Ich weiß nicht, ob es für PC kommen wird. Auf jeden Fall wollten wir noch Battlefront spielen, oder zumindest ich. Aber die 4 Stunden Wartezeit, Leute, oder die 1 oder 2 Stunden, da habe ich gesagt, nee, da mache ich lieber was anderes. Keine Ahnung. Da gucke ich mir lieber eine Show von, keine Ahnung, PeteSmeet an. Das habe ich sogar. Ich habe sogar noch eine Show von PeteSmeet geguckt, wo er Minecraft gezockt hat. Da gucke ich mir lieber sowas mal an, anstatt 4 Stunden da rumzusetzen, nur um vielleicht 10 bis 20 Minuten spielen zu können. Ja, vor allem, wenn das Spiel dann richtig draußen ist oder, keine Ahnung, wenn dann irgendwie so eine Beta oder so raus draußen ist, dann kann ich mir auch die Videos von YouTube angucken. Das spiele ich zwar nicht selber, aber dann weiß ich so, wie das Spiel ist. Und ja, habe ich mir dann halt so gesagt. Ja, und dann sind wir halt nochmal ein bisschen rumgelaufen, haben ein paar Shows von Sturmwaffen und so angeguckt. Und sind dann später noch zur YouTube-Bühne, wo PeteSmeet noch zu der Zeit war, gegangen. Und haben dann halt geguckt, wie die Minecraft gezockt haben, oder zumindest ich. Ja, habe dann halt geguckt, wie die Minecraft gezockt haben. Ich gucke persönlich nicht so oft, aber war trotzdem richtig cool, die mal live zu sehen. Ja, hat viel Spaß gemacht. Hab ein paar Fotos gemacht, wie die da auf der Bühne gezockt haben. Und ja, dann kam schon eine halbe Stunde später Unge, das wusste ich auch, deswegen war ich auch hauptsächlich dort, weil er, ja, er wollte halt mit dem Director von Disney Infinity, wollte halt Disney Infinity das neue Spiel spielen. Und hab mir das halt dann angeguckt. Und ich würde sagen, wenn ich es nicht vergesse, blende ich jetzt hier einmal eine Szene an, wie der auf die Bühne gekommen ist mit dem. Ja, hi Leute, erstmal krass, wie viele wieder hier sind. Director, das war einfach mega geil. Und ich war einfach so mega aufgeregt, als ich den gesehen habe. Weil Leute, ihr müsst euch das vorstellen, ich habe jetzt nicht irgendwie so geweint oder so ein Scheiß, ich war halt einfach nur aufgeregt. Ihr müsst euch das verstehen, wenn ihr ein oder zwei Jahre auf YouTube seht, dann seid ihr schon aufgeregt, wenn ihr ihn auf einmal im Real Life seht. Vor allem, wenn er so gehypt wird und so weiter. Keine Ahnung, das ist einfach so mega krass. Vor allem, ich gucke jedes Video von ihm und das ist einfach so mega krass, ihn dann einfach mal so zu sehen. Wie er dann auf die Bühne kam, alle jubeln, das war einfach so ein episches Gänsehautgefühl, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Auf jeden Fall mega, mega nice und hab dann halt so ein paar Fotos gemacht. Er musste leider dann schon wieder weg. Ja, so ist es halt, aber das war auch eh da kurz bevor wir gehen wollten. Ich weiß nicht, wenn er jetzt noch ein bisschen geblieben wäre, hätten wir vielleicht noch ein Autogramm oder ein Foto bekommen. Aber wir wollten eh kurz vorm Gehen, weil der ist dann um 18 Uhr fertig gewesen. Nee, um Viertel nach 6 fertig gewesen und wir sollten so um Viertel vor 7 bzw. halb 7 am Ausgang stehen. Und ja, dann hat er noch ein paar Sticker reingeworfen und ein paar Disney Infinity Figuren. Leider habe ich keins von beiden bekommen. Wieder mein Glück. Aber das ist dann halt Glückssache. Ja, also habe ich leider nichts von bekommen. Aber gut, ich war halt auch erstmal happy, ihn so zu sehen. Und dann war es noch krasser. Also ich denke mal, ihr habt schon gerade vor ein paar Minuten die Szene gesehen auf der Bühne. Ja, dann ist halt gegangen. Wir waren auch so kurz vorm Gehen. Er hat uns halt noch ein paar Sticker ausgeteilt, hat noch so gut es geht Autogramme verteilt. Aber er musste leider schon wieder los. Keine Ahnung, nächstes Jahr Gamescom hat er gesagt, er macht es nicht so. Dort werde ich dann vielleicht mal gucken. Und hat schon wieder einer gewonnen, Alter. Dort werde ich dann mal vielleicht mal gucken, ob ich ihn da treffen werde. Und vielleicht dann sogar ein Foto ergattern kann. Auf jeden Fall, jetzt kommt noch das Krasse. Wir sind halt zum Ausgang gegangen. Schade, schade, leider nichts, hat nur so gedacht. Ich dann so ganz heimlich so spekuliert, also nicht spekuliert, sondern einfach so aus Spaß gesagt. Stell dir vor, der ist jetzt so an unserem Ausgang und ist da einfach so. Und wir treffen ihn nochmal so. Also, wir haben halt leider kein Foto bekommen. Aber dann gehen wir so zum Ausgang und er steht da einfach so mit Katie Cake. Ich weiß nicht. Ja, die Ex-Freundin im Prinzip von ihm. Ich denke, die meisten werden ihn kennen. Oder ich denke, jeder wird sie kennen. Katie Cake war da halt dabei und ein paar Security-Menschen haben sich so unterhalten. Ich habe erstmal so Herzstillstand bekommen, weil ich habe ja vorher nur spekuliert. Oh mein Gott, schon vor, der ist da, so aus Spaß eigentlich nur. Also ich habe es nicht wirklich geglaubt und dann steht er da auf einmal. Mega, mega nice, dieses Gefühl. Ja, aber er war wirklich schon so auf dem Weg, ne? Er hat sich so hektisch mit den Leuten unterhalten. Er musste einfach schon los. Und wir mussten halt im Prinzip dahin, wo er hingegangen ist. Und da waren wir einfach
er hat es halt mega eilig und wir waren einfach, keine Ahnung, 3 Minuten hinter dem, weil wir halt dort auch zu dem Ausgang gehen mussten, wo er hinten musste. Wir waren halt 3 Minuten einfach hinter ihm, haben irgendwie, keine Ahnung, haben uns unterhalten, haben Sprachmemos geschickt, dass er einfach direkt vor uns ist. Aber wir durften einfach nicht hingehen und Fotos machen, weil er es so eilig hatte. Beziehungsweise wir hätten vielleicht schon hinten noch hingehen können, aber ich glaube, es wäre nicht so gut gekommen. Deswegen haben wir es einfach lieber sein gelassen. Und der war einfach 3 Minuten die ganze Zeit vor uns, so 5 bis 10 Meter, also so 2 bis 20 Meter war er immer vor uns. Ja, wir hatten halt ihn halt immer im Blick, also war mega, mega nice. Allein diese Stimmung, die da aufkam und so. Also mega nice, auch nicht nur wegen Unge und so, sondern wegen Veni. Ich habe mit Veni ein Foto gemacht. Alter, das war einfach so geil. Und dann noch dieser Bühnenauftritt, den ich euch eingeblendet habe. Keine Ahnung, war einfach so geil. Ich weiß nicht, was ich noch alles eingeblendet habe. Vielleicht habe ich ja noch ein paar Fotos eingeblendet. Ich denke aber eher nicht, weil ich habe halt extra das Video von Unge auf YouTube hochgeladen, damit ich es auf meinem PC bekomme, weil mit iPhone ist das Ganze immer ein bisschen komisch. Aber ich bin stolzer iPhone-Besitzer. Aber davon will ich gar nicht abschweifen. Ja, also, war mega, mega nice. Ich hatte einfach so eine Aufregung, als ich Unge getroffen habe. Ich bin jetzt nicht so ein Hardcore-Fan von dem, der jetzt irgendwie nachts aufwacht oder so, um seine Videos zu sehen, weil die vielleicht um 1 Uhr nachts rauskommen. Nein, so bin ich nicht. Aber ich war einfach mega aufgeregt, weil ich jedes Video von dem sehe. Und es war einfach so nice, Leute, das war einfach so geil, ich kann es immer noch nicht fassen. Ja, dann habe ich halt noch Le Floyd auf dem Bildschirm leider nur gesehen, wie er da in der Lounge da, in der YouTube-Lounge geredet hat. Ja, Sturmwaffe, Paluten, wie gesagt, alle dabei. Sarazza, keine Ahnung, mega, mega nice. Ja, war halt alles sehr cool, mit Veni sogar noch ein Foto machen können. Ja, also, unbeschreiblich geile Gamescom, hoffe im nächsten Jahr wird das Ganze besser. Ich habe schon meine Mutter angebettelt, oder meine Eltern besser gesagt angebettelt. Also, ja, ich habe sie schon wieder angebettelt, dass wir diesmal 2 Tage kommen müssen, weil wir haben einfach nur die Hälfte der Hallen gesehen, weil wir so beschäftigt da waren, die Shows anzugucken, der YouTuber. Leute, ihr müsst euch das vorstellen, ihr guckt da seit 2 Jahren YouTube, dann wollt ihr natürlich auch die YouTuber mal sehen und die dann einfach zu sehen, die Fans oder viele Fans jubeln, einfach so unbeschreibliches Gefühl. Habt ihr, denke ich mal, auch gerade in dem Video gesehen. Ja, hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ja, schreibt mal rein, ob ihr auch auf der Gamescom wart und ob ihr auch die YouTuber gesehen habt und wie es für euch war. Für mich war es echt unbeschreiblich, ich kann es immer noch nicht fassen. Ja, Peterler als Moderator auf jeden Fall, der besser als der ein andere, sag ich jetzt einfach mal. Also ich fand, Peterler war gut als Moderator. Ach ja, genau, Revi haben wir auch noch gesehen, also Revinz halt. Mega, mega nice, Leute. Das war so eine unbeschreibliche Gamescom. Hoffe, ihr habt mein Gelaber ertragen. Es war einfach so unbeschreiblich. Wollte jetzt einfach mal in einem Video darüber reden. Hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.